Hallo, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute den 22. Dezember. Ich habe die Woche jetzt vor Weihnachten Urlaub gehabt, aber wie es so ist, im Weihnachtsstress ist viel zu erledigen, das komplette Haus geputzt und einkaufen gewesen, alles soweit abgeschlossen. Und jetzt habe ich mir endlich mal wieder Zeit genommen, bin jetzt gerade hier raus, habe gerade schon ein Video abgedreht und jetzt mal Zeit, die Buschbox anzuheizen. Ich werde mal eine Kleinigkeit kochen. Hab was Neues, hehe, wie immer. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann bleibt jetzt einfach dran. Ja, da ich heute in einem Waldstück bin, das sehr einsichtig ist, wo ich auch schon öfter war, und es hier außerdem sehr nass ist, werde ich heute die Buschbox einfach mal wieder mit dem Spitbrenner betreiben. Hab mir ein bisschen was zu essen mitgebracht. Jetzt wird erstmal Wasser aufgesetzt für einen Tee. Oder für einen Kaffee. Bleib bei Kaffee. Und ja, dann gibt es gleich noch was zu essen. Leute, und ja, auch an der Stelle nochmal für 2018 allen Kranken, allen, die nicht so raus konnten, wie sie wollten, gute Besserung und auf dass euer Jahr 2018 besser wird. Heiß, aber lecker. So, dann kühlt ihr jetzt mal ein bisschen ab. Und in der Zeit zeige ich euch mal, was ich jetzt Neues habe. In der Tasche hier verbirgt es sich. Gesehen hatte ich das Ding das erste Mal, ich weiß nicht mehr auf welchem Kanal es war. Dann hatte ich es eine Zeit lang vergessen. Dann hat es die Vanessa von Outdoor Bavaria nochmal gezeigt. Und auch eine Möglichkeit geschaffen, wo man es herbekommen kann. Und jetzt zum Schluss hat es der Roman sich dann auch gekauft. Ja, und die Rede ist von der schwedischen Klapppfanne. Die habe ich mir jetzt auch bestellt im Adventure Store beim Jerome. Übrigens das erste Mal dort bestellt, Lieferung ratzfatz, alles super geklappt. Und ja, ich habe die Pfanne gestern schon eingebrannt. Sieht jetzt zwar aus wie Arsch, aber ich habe gestern schon mal so Kartoffelschalen drin angebraten, also da ist nichts kleben geblieben. Ja, ich habe mir sie direkt mit Stiel bestellt. Das gibt es auch ohne Stiel, so kann ich mal einen Stock schnitzen, der da reinpasst. Aber so habe ich immer die Möglichkeit, wenn ich dann nochmal Platz sparen will oder Gewicht, dann kann ich den Stiel einfach zu Hause lassen, weil der ist nur mit einer kleine Schraube hier gesichert. Ja, und ja, ich sag gestern eingebrannt und das Ding probieren wir jetzt mal aus. Und heute gibt's. Was gibt's denn heute? Was gibt's denn heute? Ja, wo ist es denn? Heute gibt's ganz puristisch Bohnen und Speck. Ja, quasi Bud Spencer Pfanne Reloaded in der minimalistischen Version. Soll halt einfach mal schnell gehen und ja, will jetzt auch nicht zu
zu viel essen. Ja, deswegen, der kann jetzt gerade mal abkühlen, der Kaffee. Und in der Zeit fange ich schon mal hier das Kochen an. Aber erstmal noch mal ein bisschen Spiritus hier nachfüllen. Speck. Eine ordentliche Portion. So, der Speck darf jetzt mal schön aufknuspern, schön ausgelassen. Und dann kommen da die Bohnen drauf. Oh Leute, Duftfernsehen müsste es geben. Speck und Bacon. Der Speckdunst hat mal schön die Kamera vernebelt. Und dann können da jetzt auch schon die Bohnen drüber. Also viel, viel mehr als die Zeit dürfen. Und hier zahlt sich meine Kaffeepouch wieder aus. Hab jetzt gerade abgeschmeckt, fehlt noch ein bisschen Salz. Pfeffer kann auch noch dran. Und ja, scharfes Zeug sowieso. So, was haben wir denn hier? Jodsalz. Und jetzt noch ein Tacken scharfes Zeug dran. Nicht zu viel, nur um ein bisschen pikanter zu sein. Ein Stück Brot wäre noch geil gewesen, naja, dann wird es halt jetzt nur Bohnen und Fleisch und Speck. So, das ist jetzt fertig, das heißt jetzt mal schnell die Buschbox ablöschen. Jetzt wird gefuttert. Oh ja, perfekt. Ganz leichte Schärfe. Schön würzig. Mega. Bart, ich denke an dich. Fertig gegessen. Die Pfanne ist auch schon wieder sauber. Ein Gast drin. Ja, die schwedische Pfanne kann ich euch, diese Klapppfanne kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Gewicht blende ich euch jetzt mal unten ein. Wie gesagt, gibt es beim Jerome im Adventure Store zu kaufen. Ich habe sie mir, wie gesagt, selber gekauft, nichts gesponsert bekommen. Ich wollte sie einfach haben. Hab bisher ja auch die Tatonka Bowl gehabt, dieses kleine Fännchen von Tatonka. Allerdings ist das eben so dünn, da geht die Kitze quasi direkt durch und also irgendwie brennt immer alles direkt an. Das hier ist mehr oder weniger so eine kalt geschmiedete Stahlpfanne, das heißt, die rostet auf, wenn man sie nicht behandelt. Das heißt, hier immer so ein bisschen, wenn man fertig ist, wenn man es gewaschen hat, nicht mit Spülmittel waschen, sondern nur mit Wasser und halt einem Topfschwamm. Gucken, dass da natürlich auch kein Spülmittel dran ist. Und danach vielleicht nochmal mit einem Tuch mit Öl ausreiben, sodass man so einen ganz leichten Ölfilm drauf hat und dann sollte da eigentlich auch nichts passieren. Ja, und da drin brät eigentlich nichts an, also ich habe jetzt hier nichts Angebranntes gehabt. Das sind tatsächlich Flecken vom Einbrennen, als nur reines Öl drin war, wo es dann eben dann eventuell ein bisschen zu heiß wurde. Diese Patina, die baut sich dann auch mit der Zeit auf, sodass quasi das Bratergebnis von Mal zu Mal eigentlich besser werden sollte. Und ja, ich freue mich drauf, da schon mehr drin zu kochen. Ist natürlich nichts für Ultraleichttouren. Da ist sowieso dann eher Trekking-Nahrung angesagt, aber eher so für Bushcraft-Touren, wie ich sie gern mache. Da ist das Fännchen eigentlich optimal. Wie gesagt, jetzt habt ihr gesehen, so eine Dose Bohnen und das Ding ist fast bis oben hin voll. Zwei Sticks gehen wahrscheinlich auch so nebeneinander.
Kommt drauf an, wie groß sie sind. Eine ordentliche Portion Bratkartoffeln, zwei Spiegeleier, drei, vier vielleicht sogar, kriegt man da durchaus rein. Ja, preislich glaube ich bei 32 Euro. Eventuell, kommt drauf an, ob man es jetzt mit Griff nimmt, mit Metallgriff oder noch mit der zusätzlichen Transporttasche. Ich glaube, die kostet 5 Euro extra. Lohnt sich aber, denke ich mal, auf jeden Fall. Also, ich habe mal so gekauft, weil wenn das Ding dann doch mal vom Feuer rußig ist, kommen sie einfach da rein und versaut man nicht meinen Rucksack. Das Ding wiegt tatsächlich nichts. Ob es jetzt lange hält, weiß ich nicht. Zur Not kann man da einfach so einen alten Jutebeutel nehmen und die Tasche da rein machen. Den kann man dann auch zur Not mal nochmal waschen, wenn er richtig schmutzig geworden ist. Ja, wie gesagt, ein cooles Set, das mich jetzt öfter mal raus begleiten wird zu Kochaktionen und wenn es mal wieder heißt, saarländisch gut gekocht im Wald, werde ich wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Gericht aus der Pfanne hier zaubern. So, das aufgegessen habe ich, der Kaffee ist auch leer, der Mokka ist getrunken. Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen meine Hängematte verziehen und sag schon mal Tschüss für heute. Habt noch einen schönen Tag, macht's gut, bis bald und ciao.